So, da ist Holz. Mach ich hier mal zu. La 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 la. Boah, Themenvorschlag Syrien und der dazu und dazu der UN-Sicherheitsrat. Hui, das nee, ist aber jetzt sorry, das ist halb fürs vier, Let's Play. Nee. Ja, und fürs Let's Play ist es auch ein bisschen oversized, glaube ich. Man kann es ja auch übertreiben, ne? So, wie mache ich das denn jetzt? Ich gehe jetzt hier rein. Ich werde noch mal einen Schluck von der köstlichen Cola trinken. Aber natürlich, nimm reichlich. Eine von den 6 Dosen hier. So, ich gehe mal schlafen und dann gucke ich mal, was ich aus dieser kaputten, zerschossenen Monsterfalle noch rausholen kann. Ich glaube, da bin ich hier auch einen zu tief, oder? Da müsste ich ja dann eigentlich da einen höher gehen. Boah, Alter, dieses Spinnengetrappel, ne? Ja. Ist ja irgendwie cool, aber... Ja, du bist nerviger. Das stimmt schon. Was soll das denn heißen? Ja, du nervst mich doch auch immer so. Mit den merkwürdigen Geräuschen, die du so machst. Was machst du für merkwürdige Geräusche? Wenn du wieder deine Schnappatmung hast. Hast du eigentlich ein Auto? Entschuldigung, ich muss da lachen. Das ist, und ich rede doch so großspurig. Weißt du über wer eigentlich Assi ist? Der Zuschauer, der Sender oder Pipapo? Aber ich muss ja trotzdem zugeben, dass ich dabei lache. Ja. Was ich aber nur sehr ehrlich von mir finde. Ich finde das Rascheln überhaupt nicht nervig. Und du? Gar nicht. Dann ist ja gut. Scheiße, jetzt muss ich die ganze Decke... Ach, Alter, ey. Ich lasse hier alles stehen und liegen. Ist mir alles zu blöd hier. Der Robert Alt hat gerade geschrieben. Fäkalien. Und Vera. Fäkalien. Fäkalien, überall Fäkalien. Dim, 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 dim. So, pass auf. Jetzt reicht's mir. Geh mal weg, Schwein. So, wenn ich dann hier... Ich muss gerade mal überlegen, wie ich jetzt fortfahre. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhiger. Ich entschuldige mich da. Und die Tash Tasmani hält sowieso die ganze Zeit die Klappe. Ich bin auch gerade beschäftigt. Der Table-Tennis-Gamer, ne? Ja. Den kennst du ja. Ja. Der möchte, dass du mal über alte Kulturen und deren unglaubliche Leistung, wie zum Beispiel die Pyramiden, redest. Die Pyramiden wurden doch von Außerirdischen erbaut. Da hast du natürlich vollkommen recht. Genau wie die Maya-Tempel. Und du auch. Ich wurde auch von Außerirdischen erbaut. Aber morgens um 4, also momentan glaube ich nicht, dass das Thema wäre. Und das ist eine sehr bequeme Ausrede, um nicht drüber reden zu müssen. Mhm. Die kommt mir gerade sehr gelegen. Dir doch auch, gib's doch zu. Ich geb's zu, ja. Es ist 3:30, komm. Sag ich ja. Sowas nicht hin. So, jetzt muss ich hier nochmal alles erweitern. Eieiei, ich bin mal gespannt, was das hier unten wird. Ich reiße hier gerade alles um. Aber habe ich irgendwie Lust drauf? Alles abreißen. Nee, aber die Monsterfalle ist ja eh so wirklich das Objekt, was hier am meisten immer geändert wird. Am meisten gelitten hat sozusagen. So wie du? Ja, ich habe unter dir gelitten zum Beispiel. Zum Beispiel? Du wirst auch weiterhin unter mir leiden. Ich weiß. Du hast ja auch die berühmten Glitter-Filtertüten.
Eltern. Das kann man jetzt ja auch falsch verstehen. Kann man? Nein, natürlich nicht. Zeig mir doch mal deine Filtertüten. Ja, hier, guck mal. Oh, die sind auch formschön. Die mag ich gerne leiden. Ja, das freut mich, ja. So, ich schmeiß mal mein Ei hier weg. Das brauche ich eh nicht. Brauchst du nicht? Nee. Hm. Ne. Alter. Da leckt mich doch am Arsch. Da haut er ab. Ja, mir reicht's hier mit den Creepern. Wie sieht's denn hier aus? Stümperei. Ha, ein Schaf. Ich krieg ja schon Paras langsam. Paralympics sozusagen. Hat übrigens gerade auch einer geschrieben. Paralympics? Als Themenvorschlag. Die Paralympics? Mhm. Alter, was schlagen die Leute denn vor? Gucken die das Let's Play überhaupt, worüber wir reden? Kinderschänder, Frauenschläger, Paralympics. Ja, aber echt, was ist denn hier los mit den Leuten? Rede über die Kinder aus dem Reagenzglas. Kam ich jetzt gerade. Wer sind denn die Kinder aus dem Reagenzglas? Die haben sich mir nie vorstellig gemacht. Wir sind die Kinder aus dem Reagenzglas. La 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 la. Weiß ich auch nicht, ganz komisch. So, Holz habe ich genug, aber ich habe auch irgendwie eine Menge Scheiß wieder dabei. Muss mal ganz kurz loswerden. Reagenzglas. Kennst du Kinder aus dem Reagenzglas? Nein, nicht persönlich. Das sagt ja auch niemand so. Hey, ich komme übrigens aus dem Reagenzglas. Das sagt auch nur jemand, der Aufmerksamkeit sucht. Als Kind wurde ich mal im Reagenzglas gefangen gehalten. So, hier nicht. Da. Boah, dieses Einsortieren ist auch eine große, große Freude übrigens. Macht immer wieder Spaß, ne? Bin begeistert. Ein Dach musst du auch nochmal machen. Wirklich? Ja. Toll, danke für den Hinweis. Mhm. Schreibt's doch alle nochmal in die Kommentare. Ach, ich hasse dich. So, hier, dahin. Dann habe ich ja Platz für Knochen, natürlich nicht. Rotterdam, kommt woanders rein. Ach nee, Rottenflash, wieso habe ich das ja auch hier drin? Das kann ich doch, das kommt doch hier in die Fleischkiste, oder? Habe ich da nicht auch Rottenflash drin? Na siehste. So, 63 Bücher, die tue ich erstmal hier rein. Und ein Zäunchen. Ein wenig Glas habe ich auch noch, Holz habe ich auch noch, eine Leiter habe ich auch. Die werde ich auch brauchen, die Leiter. Thema 3D-Film, aber ich glaube, das hattest du schon mal, ne? Ja, natürlich. Genau wie Special Edition, Ultimate Edition, Director's Cut Edition, Special Collector's Value, Recut Edition, Unlimited und so weiter und so fort. Jeder Film hat 50 Auflagen, um möglichst viele zu kaufen. Jetzt momentan wartet man ja noch, Harry Potter ist ja, sind ja alle 7 Teile draußen. Mhm. Da gibt es die ja auch schon zu kaufen als Edition. Aber natürlich nicht Uncut oder hier die Mega Special Edition, sondern nur die normale. Da darfst du ja eigentlich noch gar nicht kaufen. Wie man ja weiß. Machst du mal ein Let's Play von Ultima 9 oder so Walking Dead? Walking Dead habe ich schon mal ausprobiert. Fand ich ganz witzig, aber wollte ich eher Let's Test zumachen. Ultima 9 wäre mir... Alter, diese Musik. Ultima 9 wäre mir eine Freude, aber da ich muss bei Ultima 7 anfangen eigentlich. Oder Ultima 6 theoretisch noch. Und da werde ich bestimmt für gelüncht, weil das noch so ganz schäbig aussieht. Die heutigen Verhältnisse. So, der Creeper ist zum Glück weg. Kennst du die Musik? Nee. Was ist denn das? Nicht spicken. Okay, kann ich doch sowieso nicht sehen. Ach, stimmt ja. Du hast ja dann deine 50 Dioptrienhornbrille nicht mit dabei. Na, was ist denn das? Mal gucken, ob du es noch erkennst. Noch? Hm. Du könntest es eigentlich kennen. Gib mal einen Tipp.
Es ist von einem Spiel. Ach, tatsächlich. Ach, jetzt habe ich keine Schaufel. Boah, diese Geräusche hier, ne? Das bin ich, das sind nicht die Zombies. Ich finde das ein bisschen unheimlich. Wirklich? Ja. Und meinst du nicht, dass es vielleicht gewollt? Mhm, auf keinen Fall. Na gut. Gar nicht. Na gut, hast du recht. War nur ein Fehler. Kleiner Fauxpas. So, was ist denn jetzt mit der Musik? Die ist gleich wieder vorbei. Ja, das was war übrigens von Satin aufs Ketten. Ach echt? Ja, Mensch. Boah. Sorry, aber aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Und jetzt? Nee. Das Loch in der Banane. Okay, warte, ich mach das mal vor. Ach nee, nicht das schon wieder. Boah, Alter. Hier kommt immer die gleiche Scheiße. Wo sind denn die ganzen neuen Sachen, die ich auf die Playlist gemacht habe? Nimm ich mal das hier. Trish Tasman. Ja, bitte? Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass es mir sehr viel Spaß macht, mich aufzunehmen? Das kann ich mir vorstellen und das freut mich. Ist auch schön, dass die Musik zum Glück nicht kaputt gemacht wird von diesem ganzen Gegrabe hier. Das kommt da richtig gut rüber. Warum mache ich das hier eigentlich? Ich weiß nicht. Nee? Mm-mm. Dann denk doch mal mit, bitte. Ich kann nicht mitdenken. Ich bin immer noch hier beschäftigt, weil du ständig irgendwelche Themen möchtest. Ja, du lässt dich ja von Twitter so ablenken, statt mit mir zu reden auch. Über was möchtest du reden? Altersvorsorge. Ja, solltest du mal machen, ne? Wieso ich? Ja, sonst sitzt du nachher da. Als ich Opa. Ich sitze doch jetzt schon hier. Ja, jetzt hast du aber hier noch deinen Rechner. Als Opa. Habe ich auch noch einen Rechner. Ja, werden wir sehen. Mein Gichtkrüppelfinger 2000. Ah, nee, 3000 bis dahin. So, ich fürchte, es kann sich hier ein bisschen hinziehen, bis wir das alles fertig haben. Macht ja zum Glück nichts. Du willst das ja eh nur in die Länge ziehen, ne? Ja, natürlich. Ich zieh das endlos Let's Play gerne in die Länge. Du ziehst alles in die Länge gerne, ne? Ich kann dir auch gleich mal was in die Länge ziehen. Was denn? Ja, weiß ich nicht. Hm. Ich gehe dir gleich mal in die Ringe. Was? Da schüttelst du nur den Kopf. Was soll ich sonst machen? Ich weiß auch nicht. Da kann man nur den Kopf schütteln. Leise weinen vielleicht. Ja, das mache ich auch. Alter, wie viel Erde ich hier weghauen muss, ist ja schon nicht mehr christlich. Das ist Final Fantasy Musik. Das Schöne an der Erde ist ja, das wissen die meisten nicht mehr, dass wir hier selber noch aufgeschüttet haben damals. Und jetzt reißen wir sie wieder weg. Kann man sich auch nicht entscheiden. Hm? Kannst du bitte bestätigen, dass ich gerade recht hatte, dass es Final Fantasy Musik ist? Ja, du hast recht. Ich bestätige, dass das Final Fantasy Musik ist. Erde klatschen. Macht immer wieder Spaß. Was willst du später mal für eine Oma sein? Eine ganz süße Oma, wo junge Leute sagen, ach, guck mal, die Oma ist ja süß. Also so eine eingelaufene, knittrige. Ja, aber nicht so im Gesicht süß, weißt du? Also Botox oder was? Ja. Nee, so eine richtig niedliche Oma. Und backst du dann auch viele Kekse und so? Ja. Boah, dann komme ich vorbei. Dann lebst du gar nicht mehr. Natürlich lebe ich dann noch. Werden wir sehen. Na klar, was soll das heißen, du Unverfrorene? Du lebst bestimmt ewig, ne? Ja, habe ich vor. Ja, dann. Also 1000 Jahre alt werden, wie gesagt, ne? Hatten wir letztes Mal schon mal das Thema. 1000 Jahre alt werden, das wäre okay. Ist nicht zu viel, ist nicht zu wenig, weißt du? So, dann hau ich hier das doch nochmal weg. Dann muss ich das Glas leider noch nach unten versetzen. Aber ich denke mal, das ist okay. Das geht schon. Ne, finde ich auch. Kann man mal machen. Hättest du eigentlich gerne ein Hausschwein? Im Moment nicht. Nein. Nee. Weiß ich glaube eher nicht. Wieso? Du? Finde ich voll süß. Hausschweine, klar. Echt? So ein kleines Ferkelchen.
Boah, weiß ich nicht. Also, Hausschwein, nee. Doch, voll putzig. Wäre nicht so meins, glaube ich. Ich hätte gern zischende und kratzende Spinnen. Die sind nämlich zum Glück nicht nervig und jeder mag die. Außer du natürlich. Ich liebe Spinnen. Ja? Vor allem so zischende. Mhm. So. Sieht da bis jetzt übrigens ganz gut aus hier. Das war auch nur ein bisschen gelogen. So, dann mache ich hier weg und mal hier weg. Hauptsache, hier kommt kein beschissener Creeper wieder raus. Huch. Eieiei, och, das kann ja, das wird hier noch richtig dauern, glaube ich. Jetzt müssen wir noch einen in die Tiefe. Ach ja, Sandmann, lieber... Ach, scheiße, ich kann nichts mehr tragen. Oh Mann, ja. Ach, die Blumen schmeiß ich mal weg, okay. Die schönen Blumen kannst du doch mir schenken. Hab ich doch gerade. Kannst du ja abholen. Ja, okay. Liegen da für dich. Ja, ist ja nett. Nett wie immer. Ich hab dir Blumen hingelegt, kannst du ja abholen. Ach, schön. Ach, ja. Ein Offizier und Gentleman. Mhm. So, dann baue ich eben mal den Sand ab. Da kann ich mir wieder... Spare ich ein bisschen Andreas. Und kann ich dann später Glas draus machen, um XP zu kriegen. Haha, clever, clever, clevere Idee. So, ich würde sagen, wir rudern bald mal eine Aufnahmepause entgegen. Was hältst du davon? Ja, finde ich sehr gut. Jetzt hat auch gerade einer geschrieben, 4 Stunden reine Aufnahmezeit. Stimmt das? Nee, wir haben ja Pause gemacht. 3,5 würde ich sagen. Ja, das geht. Und das ist ja kein Rekord. Mein Rekord ist ja die Twitter-Session mit 6 Stunden Aufnahme am Stück. Das geht ja noch. Da habe ich nicht so schlapp gemacht wie du gerade. Ja, ich kenne sowas nicht, hier stundenlang aufnehmen. Hallo, ich habe noch ein Leben. Ich kann es nicht leisten, hier so lange aufzunehmen. Ja, brauchst gar nicht so lachen. Nee, ich habe Luftausstoß. Mhm. Das Gegenteil von Schnappatmung, weißt du? Luftausstoß. Ach, guck mal, wer da wieder ist. Und da bricht mir auch glatt vor Freude das Schwert und zwei... Alter Schwede, was wir hier gerade ausheben, möchte ich gar nicht wissen übrigens. Och nö, jetzt auch die Schaufel kaputt. Ich beeil mich mal, ich mach den Sand hier noch weg, dann mach ich mal eine Aufnahmepause, ne? Bist du doch auch sehr dafür. Ich bin dafür, ja. Ich finde das Schwein so süß. Guck mal, wie es guckt. Ja, ich kenne die Schweinchen. Ja, hier. Aber ich sehe die ja nicht so oft. Ja, musst du mal mit meiner Kraft spielen. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, ich meine ja nur, ist ja jetzt kein Zwang, aber irgendwie schon. Doch, du willst mich doch nur dazu zwingen. Natürlich will ich das. Denn ich gehe gerne in den Zwingerclub. Da bin ich ein gern gesehener Gast. Was denn? Warum lachst du denn jetzt? Weil ich so müde bin. Ach so, deswegen. Ich die Witze nicht mehr ertragen vom kann. Vom Leben, meinst du? Ja, müde vom Leben, müde von deiner Anwesenheit. Ich gehe ja gleich. Ach, du gehst gleich? Naja, dann fahre ich eben wieder in mein Scheißdorf. Wo alles nach Kuhkacke stinkt, weißt du? Hallo, bei mir stinkt gar nichts nach Kuhkacke. Ja, außer das Dorf. Bei uns sind überhaupt keine Kühe. Ja, die sind schon ausgewandert, weil es nach Kuhkacke stinkt. So, guck mal, ich bin doch gleich fertig hier, guck. Ich mache jetzt eigentlich alles mit Holz. Na egal, ich mache erstmal alles mit Holz. Später kann man es noch anders auskleiden. Ist jetzt erstmal ein Provisorium. Du kannst dich später auskleiden. Hm? Du kannst dich später auskleiden. Ich soll mich auskleiden? Ja, bitte. Klingt das jetzt nicht irgendwie verdächtig falsch? Nein. Oder klingt das verdächtig richtig? Weiß ich nicht, musst du doch wissen. Also ich finde das richtig, einfach auskleiden. Wie war das? Wie kann etwas, was so richtig ist, gleichzeitig so falsch sein? Genau. Das ist der schönste Spruch überhaupt.